Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrimdi und endlich, wir sind hier bei dem Quest der Weg der Stimme und noch bei den x-tausend Stufen darauf zu den Graubärten. Mittlerweile fällt da schon genug Schnee und ich denke, ja, schauen wir mal auf der Karte nach, wie weit es da noch ist. Aktueller Standort und ja, ich glaube, wir müssen da mal einen ganzen Berg herum. Egal, wir laufen da mal schnell zu. Wo ist denn da wer? Schon wieder ein Troll. Was macht denn der da oben? Lassen wir den da links liegen. Ich, ja, du riechst Schwäche. Ist schon gut. Blödsinn, Zerstörung, Illusion, Hellsehen. Ich glaube, wir können uns da ja eh nicht verlaufen, aber ich schaue mal. Doch. Doch. Zeigt uns der mal direktissimas an, das kann ja nicht sein. Also direkt darauf. Sollen wir durch die Pampa laufen? Echt blöd. Kommen wir da überhaupt drauf? Das nehmen wir mit. Ja, der hatte ja keine Chance leider. Was ist denn da jetzt, Leute? Irgendwo? Schau. Habt ihr das gesehen? Das zeigt immer auf Aela. Aber wir müssen da jetzt kurz einmal nachschauen, weil das kann ja nicht sein. Noch einmal, sprich mit den Graubärten. Eingeloggt, ja. Aber Aela, du bist ja kein Graubär. Na, wir gehen da runter einfach die Stufen weiter lang. Ja, der Toso verfranst sich wieder. Ich höre euch schon schreien. So, die Stufen, ja, kann ja nicht falsch sein. Wenn es schon heißt, ja. Stufen, 7000 Stück und laufen wir halt mal kurz um den Berg rum. Da die Fähnchen, ja genau, das muss es ja sein. Und die Umgebung ist ja auch nicht so ohne. Schneebären ohne Ende, Leute. Ja, ich weiß. Wir sollten das lassen, aber... Jetzt wird es mir wirklich mulmig, ja. Da unten sitzt wer. Ja, Robert und Ellen, machst nicht immer so einen Wirbel. Wer bist denn du? Ah, komm her. Carita? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Ja, wir laufen da mal einen Berg herum, gell? Carita, habt ihr die Graubärte da, wo Keen rufen sind? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Das stimmt, ja. Wer seid denn ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Ja, wir sind einfach nicht lästig. Und was macht ihr denn da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Ja, cool. So allein und in dieser Wildnis. Also ja, wie die Jungs da das erste Mal geschrien haben, kam es mir vor, als ob es sich angehört hat wie Moadieb. Ja, ich habe das leider nicht aufgenommen, vielleicht mache ich da noch ein zweites dazu, wenn wir einen super Char erstellen in kürzester Zeit. Aber Moadieb, wenn ihr das den Film kennt, Dune, der Planet der Raketenwürmer,
So ähnlich heißt das Ding, ja. Da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher, ob wir da rein sollen. Das mag ich überhaupt nicht hier. Wie gesagt, Zauber, Magie, Herr, Illusion, Hellsehen, rechte Hand, gehen wir. Und wir sind da wieder voll im Eck. Ich verstehe das überhaupt nicht. Aber wir müssen ja darauf. Ja. Haben wir dann die Abzweigung verpasst? Leute, ich verstehe nicht, warum der dauernd auf Aela zeigt. Ah, ich muss da jetzt kurz mal nachschauen. Sprich mit den Graubärten verschieden. Ah, da ist ein blöder Fakt, die Anführer eingeloggt. So. Jetzt noch einmal. Ja, dann passt das ja alles. Schon wieder so ein Troll. Machen wir mal was anderes, ja? Wir haben ja da ein Schild. Blitzmann-Schadenkolben. Ne. Plattenschild und wir nehmen da irgend so ein, ja, Schwert mit. Komm. Da ist noch wer? Nö, das war's dann auch schon. Wie gesagt, die Schwerter haben einen Bums, einen anständigen, ja. Und das Schild ist auch nicht schlecht. Seht ihr? Zwei! Der hat einen Schutzgeiststab in der Hand und eben Sanguins Rose. Also die Aela, die ist ja echt kneisig drauf. Ich finde es so cool. Wir werden da immer mehr. Schade, dass wir einfach zu blöd waren, den Hund beizubehalten. Ja. Ja, passt. Ja, ich habe das erst im Nachhinein gesehen, dass der bei der Riesenspinne da gekämpft hat und wir haben da natürlich, obwohl ich gesagt habe, dass wir keinen Zauber nehmen mit Umgebungsschaden, haben wir trotzdem blöd herumgedrückt, ja. Und das war dann, ja, das Ende unseres Kampfhundes. Der war extrem cool. Aber ja, wo Menschen sind, passieren Fehler überhaupt nach einer Flasche. Okay, Emblem 5. Die Menschen siegten, sie schrien Alduin aus der Welt. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war. Obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Gut, das war die fünfte. Hatten wir da jetzt alle eigentlich? Ja, ich denke schon. Wir gehen den Weg einfach weiter. Und wenn ich kann, lade ich einfach die ganze Sequenz des Aufstiegs an einem Tag hoch. Dass die... Die Abonnenten... Das war jetzt ein wenig komisch, gell? Ich bin mir da wirklich nie sicher, ob ich da richtig laufe. Oh doch, passt schon. Dass man die dann den Aufstieg in einem auch sehen kann, ja. Ich weiß nicht, ihr müsst mir auch schreiben, ob ich mir genug Zeit nehme, mal die Umgebung zu betrachten. Aber Aufstieg ist Aufstieg und ja. Schrifttafel Nummer 6. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Ja? Sie gründen das erste Reich mit Schwert und Stimme. Und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Nummer 6, okay. Da gibt es die Nummer 7, schätze ich mal. Schrifttafel. Emblem Nummer 7. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt.
Jürgen Windrufer begann seine 7-jährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Nun gut, ich habe jetzt alles gelesen, aber nicht viel verstanden, aber wenn ich es mir durchschaue, werde ich es wahrscheinlich, ja, kneißen. Der Toso ist nicht so schnell, ja? Wie immer halt. Ich glaube, ich bin der ablosendste Let's Player, den es da gibt. Emblem Nummer 8. Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Ja? Jürgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Okay. Also das dürfte der Gründer sein von Hochrotger oder wie das heißt hier. Fernsicht haben wir da ja überhaupt keine, also hat es auch keinen Sinn, einen Rundumblick zu machen. Aber wir kommen dem Ende, glaube ich, bald einmal näher. Da ist es ja schon. Und wir haben da noch eine Tafel, denke ich, ja. Die werden wir auch gleich lesen. Na komm, hopp. Ja, Tossi, da bist du müde, bist du ein wenig, ja na klar. Emblem Nummer 9 ist das schon. Haben wir jetzt etwas ausgelassen. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen, Diba Septim. Damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochrotka gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Tofakin. Ja, cool. Habe ich da jetzt nicht ausgelassen irgendwo? Bin ich blöd? Habe ich mich verzählt? Sollten wir die ausgelassen haben, Leute, ich werde sie nachholen. Ich war mir nicht sicher, 7 oder 8, was da jetzt war. Egal, wir schauen da mal rauf, dass wir das auf der Karte auch haben. Da ist noch, ne? Die können... Ja, wir haben es entdeckt. Schrifttafel lesen. Nummer 10. Die Stimme bedeutet Verehrung. Folgt dem inneren Weg. Sprich nur in wahrer Not. Okidoki. In wahrer Not sprechen wir. Wir sprechen auch, wenn wir ja, einen zu viel im Tee haben. Und da ist gleich eine Schatztruhe. Durchsuchen wir das Zeug. Das ist das, was die Jungs da ablegen für die Jungs. Tollkirsche. Distelzweig. Tollkirsche, ja, okay. Den Sack auch noch, die Äpfel, Äpfel essen die Jungs, ja. Ja, nehmen wir auch gleich. Leer. Ah, Drachenbaum. Nochmal Drachenbaum. Und da Drachenbaum. Die ist leer, die Truhe. Da ist nichts drin. Distelzeug. Nun gut, da ist nichts drin. Ich weiß nicht, ob wir das Zeug jetzt da reinlegen sollen, das wir bekommen haben. Sonstiges, Amethyst, Drachen, Pipapo. Ich schaue da kurz einmal nach bei den Quests. Unter verschiedenes wahrscheinlich. Bringe die Vorräte, ja, klinken wir das einmal ein. Und das andere nochmal aus. Ja. Der Weg der Stimme ausklinken. So, das ist eingeklinkt und jetzt können wir nochmal den Zauber wirken. Ja, es ist kompliziert, Leute. Ich weiß, ich mache da wirklich einen auf unendlich. Hellsehen passt ja, rechte Hand. Und noch einmal. Ja, anscheinend müssen wir das da reinlegen, ja? Legen wir das rein. Wenn es so ist. Sonstiges und die Vorräte. X ablegen. Ja. Abgeschlossen, ja. Seht ihr? Schon wieder ein Quest weniger.
Gut so. Wie gesagt, verdrücken tun wir uns permanent. Ich stelle nochmal die ganze Mannschaft auf. Und mit den Rosen in Händen, ja, verabschiedet sich Aela, L und Robert und unsere Tosita. Und ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Und ja, in der Voraussicht, dass wir dann endlich ein paar Schreie lernen, nämlich da oben. Ja? Euer Toso. Viel Spaß.